Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session und auch sogleich zu der neuen Episode hier von Mafia 2. In der letzten Episode haben wir kurz ein Bordell aufgemacht, haben natürlich ein bisschen mehr getrunken als sonst, also ich meine jetzt mehr in dem Sinne weniger als sonst, genau so muss man sagen, haben irgendwie eine nette Dame hier im Ida, muss man das Klo abziehen oder was? Ach, das ist er hier. Und hier war ja eine Frau drin. Die können wir jetzt nicht mehr duschen, denn die ist nicht mehr da. Leider müssen wir die schöne Braut okay, hier Mädels, verlassen. Euch zu. Wie du und ich haben zu tun. Und müssen natürlich wieder rausgehen. Und das kennen wir natürlich. Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Oh, scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Nein, damit. Immer der falsche Weg. Immer der falsche. Aha. Okay, rausgehen wir hier und... Schön. Ach, das... Das Auto ist ja hinten links. Da, so. Ui, können wir hier auch... Können wir hier noch unseren Karren... Nee. Ich will das Bett hier unten machen. Können wir denn auch den Karren von ihm nehmen? Ah, F-Logo. Ich trottel. Wo Ascot Bailey. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Okay, im Park natürlich. Wir hatten irgend so einen Überfall oder ein bisschen Zaster geholt. Das war... Dammit, was war das für ein Scholli, ey? Und hier kommt... Okay, wir fahren ja auf der falschen Seite. Das... Ne, wir hatten ja in der letzten Episode das Problem, dass natürlich der Typ nichts mehr, also wir hatten einen Deal gemacht, so muss man sagen, und dann haben wir nichts mehr, ein bisschen mehr bekommen und irgendwie mit Anteilnahme und so haben wir immer weniger bekommen und jetzt wurde noch ein Gehalt gestrichen. Der Anteil, der Anteil und jetzt haben wir gar nichts mehr. Das ist also weniger als wir vorher bekommen haben, hätten, sollen, dürfen, müssen. So, wir Begrenzung jetzt ein bisschen ausmachen, aber ich denke... Scheiß Idee. Das waren wir nicht. Nö. Wir waren es nie. Nein. Oh, da springt irgendwas aus dem Gepäck. Ist das, ich achte gar nicht mehr drauf. Ein Eiswagen kann mal ein bisschen mehr auf sich aufpassen auf der Straße. Das ist ja menschensgefährlich hier auf der Straße. Weg, du Puller. Komm. Und jetzt hier. Eine Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter. Was ist denn da los? Ein Hund? Das ist Henry. Ein paar Hunde oder was? Was machen die da mit ihm? Jetzt ist er plötzlich tot. Okay. Er hat eine Knarre. Komm her, Marco Polo. Gib mir Deckung, du bist mausetot! Lass dir was einfallen, beeil dich! Ja. Scheiße! Hast du Schmerzen? Das ist nur noch einer, okay. So, hätten wir das auch gemacht. Verdammt!
Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers. Scheiße. Wer ist denn zu sowas wie? Noch nicht tot. Noch nicht tot. Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Und hell. Kommt. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey. Das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat. Wong. Wie kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Steckt Wong dahinter? Ich meine, warum auf die Art? Und dann auch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Suey. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele sind. Na und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Oder willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben, okay? Leise können einfach drauf losballern, also jetzt wirklich mal. Wir gehen einfach reinhauen, die Uzi raus und dann... Drrr, bumm, alles ein bisschen tot. Auf einem schön gepflasterten Weg. Langsamer, Vito, wir sind zu nah dran. Ich tu mein Bestes. Ist ja gut, Roberto Blanco. Wir fahren immer noch ganz, ganz sachte. So, die biegen an der Seite, also nicht an der Seitenstraße, aber die biegen ab. Und biegen schon wieder ab. Also das ist ganz, ganz ominös. Die biegen ja immer wieder ab. Das ist ganz gefährlich. Abbiegungen zu nehmen, die gar nicht da sind. Das war eine Verfolgungsjagd und Chinesen, das ist natürlich immer wieder so etwas, die können sich verstecken, das ist gut. Aber ich glaube, wir sind ja in Chinatown. Hier ist plötzlich alles nur noch Chinesen hier. Japaner. Und etc. PP, Co. Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein. Knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Asche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Okay, Überfall das Red Dragon Restaurant. Oder haben wir irgendwo noch was anderes? Also, jetzt könnten wir theoretisch noch... Nö. Okay. Dann überfallen wir das Ding einfach mal so noch in dieser Episode, die hier dann noch 6 Minuten lang. Speichern. Die chinesische Mafia. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Oh, ein schöner Mitglied. Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Ich bin Arsch hinter der Wand. Alles okay? Hallo? Ab Front. Sagt eurem Boss, dass sie mir schnappen. Ach, hier ist ja einer noch. Komm. Oben auch noch? Ich glaub's ja nicht. Ich muss jetzt gerade hier noch Muni wechseln. Wow. Was sollen wir denn sonst alles machen? Raus aus meinem Rattenloch! Los jetzt!
Komm her, Marco Polo! Zeig ihnen, wem sie sich angelegt haben, Vito! Ich schleiche mich von hinten an. Ist klar. Wieso müssen die das ganze Lokal wieder auseinandernehmen? Das. Scheiß Frosch aber auch. Gib auf! Na, wie schmeckt dir das, hä? Nom 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 nom. Na los, Großkopf! Los, Vito, wir rücken nach! Was ist das? Das ist ein Frosch? Nee, ein Fisch. Ach, ein Fisch, der... Wohin nachrichten? Oben im Fenster! Fenster? Dammit, komm du Mistvieh! Oh, guter Schuss, Vito! Ach, da hinten noch. Push. Sowas, wer hat euch Wichsern denn das Schießen beigebracht? Ja, meine Mutti. Natürlich, wer denn sonst? Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Der Typ kann einfach nicht schießen, unser Herr hier. Oh la la. Du bist zuerst, du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Es ist erledigt. Holt ihn euch. Ich hab ihn ab. Hä? Ich hab gleich keine Kugeln mehr. Ist der Ort? Das ist für Henry, ihr Drecksäcke. Na! Der Typ bleibt einfach ab, aber trifft sie nicht. So ein Wurst. Kommt her, ihr kleinen Wichser. So, fünfmal ins Bein geschossen, dann ist auch gut. So, wann haben wir denn hier noch so schön? Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Gehen wir weiter. Nicht an Muni verbrauchen, der bastelt ja hier einfach nur die ganze Zeit rein. Wo bist denn du hin? Nö, wie viele sind das denn noch? Macht nichts. Ich habe noch jede Menge Kugel. So, er ist immer tot. Noch zwei, dann haben wir's. So, und... Das ist ein Vogel? Dammit. Komm mal her, hä? Bin ich so blöde? Endlich. Nein, weg. Das war für Henry, du Wichser. Ich will doch weg, ich will nicht in Deckung, du... Da. Aha, eine Schrotflinte. Nimm. Wo ist denn jetzt unser Kerl? Ach, hier. Aber wir wollen doch einen Safe öffnen. Komm, wir wollen doch einen Safe öffnen. Ach, liebe Leute, komm, ist ja egal. Wir öffnen den Safe heute nicht. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Viel Spaß, liebe Leute. In was sind wir hier nur reingestürzt?
Ja, wir sind alleine hier in einem neuen Abenteuer der Superlative. Wir heißen hier und heute im Endscreen bekannt, dass wir Mafia 2 mal wieder irgendwas Scheiße machen. Wir sind zwar auf guter Fahrt, aber wir können noch mehr Zaster einfahren. Und wie wir das machen, wie wir das schaffen und wie wir das können, das, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Episode nach diesem Endscreen im neuen Part von Mafia 2. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach nur weiterschauen, weiterschauen und weiterschauen. Es wird euch sicherlich Spaß machen. Ein oder andere werden es kennen, aber mit Sicherheit ein alter Klassiker auf Hochtouren. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns dann an einem Morgenabend oder an einem Mittag. Bis dann. Tschüss.